Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, 13403 Berlin, 2015, 9. Februar. An die Rechtsanwaltskammer Berlin. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, bei der grundsätzlichen Einschätzung der Zuverlässigkeit bzw. Vertrauenswürdigkeit Ihrer Mitglieder S. Berlin, D. Prenzlau, B. Berlin, Schäf, S. Berlin und P. Berlin, über die ich mich hiermit wegen Mandantenverrates beschwere. Begründung schreiben an Landgericht Berlin, schreiben an Rechtsanwältin P. Anliegen, Klammer zu, ist mir ein Fehler unterlaufen. Nicht berücksichtigte ich den Faktor Mensch. Wie kann jemand, der im Allgemeinen Verbrecher verteidigt und damit seine, ihre Brötchen und die ihrer, seiner Familie verdient, jemanden gegen das Verbrechen verteidigen? Naja, beschweren wird man sich wohl können dürfen. Weiterhin lege ich Ihnen bitte an, den Text meines Wiederaufnahmeantrages, in Klammern Näheres hier dort, Klammer zu. Nun weiß ich nicht, wie weit die Neigung zur chemischen Kriegsführung vermittels Neuroleptika bereits gängige Praxis ist bei deutschen Zivil- und Strafgerichten. In Strafverfahren mit Beteiligung des § 63 Strafgesetzbuch ist sie jedenfalls abscheuliche Praxis. Mit freundlichen Grüßen, J. Buhlmann, Ende.